Verhandlung und zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Jan Greiner. Nächster Redner war Kai-Jan Greiner, Finanzsprecher der SPÖ. Danke, Frau Präsidentin. Der Antrag, der ja durch die Regierungsvorlage ja schon auch der Öffentlichkeit und allen bekannt ist, ist jetzt eingebracht worden. Es gibt dazu noch einen begleiteten Entschließungsantrag, den ich hiermit einbringe, der Abgeordneten Magister Werner Kreuz und Jan Greiner betreffend Evaluierung des gesetzlichen Rahmens der Anlegerentschädigung. Der Nationalrat wolle beschließen, der Bundesminister für Finanzen wird aufgefordert, dem Nationalrat unter Berücksichtigung der unionsrechtlichen Vorgaben bis 30.09.2016 eine Gesetzesvorlage zuzuleiten, mit der sichergestellt ist, dass in Zukunft Werteverluste einer Anlage nicht mehr Anwendungsfälle der Anlegerentschädigung werden und gegebenenfalls Anwendungsfälle der Anlegerentschädigung ohne finanzielle Zuschüsse der öffentlichen Hand von dieser selbst getragen werden können. Die Ausgestaltung des allfälligen Ausbaus des Sicherungskreises, wie im ESAEG, Bürgerliches Gesetzblatt 117 aus 2015, vorgesehen, der Finanzdienstleistungsbranche ist dabei ebenfalls zu evaluieren. Worum geht es hier? Es geht darum, dass ein Gericht beschlossen hat, dass aus der Anlegerentschädigung über 150 Millionen Euro an Anleger für Verluste zu ersetzen sind. Etwas, was nie intendiert war, weder von der europäischen Richtlinie noch vom nationalen Gesetzgeber. Aber ein Gerichtsurteil ist ein Gerichtsurteil und muss befolgt werden. Die hier im Hohen Haus in den 90er Jahren beschlossene Anlegerentschädigung ist nicht dafür konzipiert, derartige Fälle zu tragen, weil sie auch nicht vorgesehen sind. Wenn wir das, was jetzt passiert, ist, dass der Steuerzahler einspringt, ja, und dieses Gerichtsurteil bezahlt und dort 148 Millionen zahlen muss. Das ist alles andere, als irgendjemand hier will, aber ein Gerichtsurteil zwingt uns dazu, das zu tun. Um was es im Entschließungsantrag geht, ist sicherzustellen, dass derartige Fälle sich nicht mehr wiederholen. Ich glaube, da sind sich alle Abgeordneten hier einig, dass man einerseits Gerichtsurteile respektieren muss, aber andererseits auch dafür sorgen muss, dass nicht ein Gericht wieder urteilen kann, dass der Steuerzahler für Anlegerverluste zahlt. Da gibt es verschiedene Varianten, die in diesem Entschließungsantrag aufgezählt sind, sicher nicht abschließend. Das erste ist gesetzlich klarstellen, wie das auch andere Länder haben, dass derartige Fälle jedenfalls niemals der Anlegerentschädigung zugerechnet werden können. Zweitens zu schauen, dass diese Anlegerentschädigung besser dotiert ist, entweder oder einerseits, indem die bereits jetzt einzahlen, mehr einzahlen müssen zum Beispiel, oder dass man den Einzahlungsteil erweitert, weil ja auch andere als WBTLUs Wertpapiere vermitteln oder Wertpapiere verkaufen. Das sind verschiedene Varianten, die hier im Entschließungsantrag aufgezählt sind. Da gibt es eine Reihe von Sachen, die geprüft werden müssen. Europarechtliche Konformität, das hat sehr viel zu tun mit Anlegerentschädigungsrichtlinien, mit anderen Richtlinien, das jetzt in der Kürze nicht möglich war. Es gibt hier vernünftige Gespräche mit dem Finanzminister und mit dem Finanzministerium, dass wir ehebaldigst hier zu einer Lösung kommen, weil keiner hier in diesem Haus an und für sich einsieht, dass das zu zahlen ist. Aber wir in einem Rechtsstaat leben, wo man sich an Urteile von Gerichten, auch wenn sie einem nicht passen, einfach halten muss. Und das ist, sage ich mal, der inhaltliche Zweck, sowohl von dem Antrag, den der Kollege Kreuz gerade verlesen hat, der ja eh bekannt ist durch die Regierungsvorlage, und andererseits dem Entschließungsantrag und dem Inhalt des Entschließungsantrages. Und ich ersuche ihm Zustimmung. Dankeschön.